Eins, zwei, eins, zwei. Oh, es geht doch nichts über ein bisschen schönen Morgensport. Hallihallo allerseits und herzlich willkommen zurück. So, 14 Uhr, Sonnenschutzfaktor. Erstmal hier kurz im Schatten gehen. Zack, so. Hier dürfte jetzt besser sein, ne? Jo. So, die haben wir auch noch in der Tasche. Quatsch. Wir machen das mal so. So, im Eimer kurz gucken. Da war drinne, da war was drinne, da war was drinne. Ja, ihr hattet ja schon den Vorschlag gemacht mit hier, ob wir nicht irgendwie so Kisten machen sollten, da einzeln sortiert nach Sachen, wo wir dann hier, ich sag mal so, wirklich nur Seil reinpacken und so ein Krimskrams. Ich denke auch mal fast, das werden wir auch noch machen. Aber ich würde jetzt wirklich, was sagt der Lichtschutzfaktor? Wieso geht denn der hier runter? Stehe ich nicht weit genug im Schatten oder was? Na, geht doch. Ich würde nur jetzt gleich ganz gerne noch im Anfang so also unser Floß ein bisschen leer zu räumen und so. Und dann würde ich tatsächlich ganz gerne, dass wir uns nochmal eine Insel angucken, eine andere. So, und zwar einmal hierher. Von da sind wir damals gekommen. Ich weiß allerdings nicht mehr genau von welche von beiden Inseln. Aber wahrscheinlich. Hä? Sag mal, bin ich fertig? Wo war die auf der anderen Seite? Ne, da war sie. Wo sind wir von der Insel gekommen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir sind von da gekommen. Richtung Norden fahren vielleicht. Ja, ich denke mal fast, dass wir gucken werden, ob wir nicht Richtung Norden fahren können erstmal, ne? So, der ist leer, der ist leer. Das ist schon mal sehr gut. Da ist sowieso noch ein leerer, das ist leer. Also wir können auf jeden Fall ein bisschen was mitbekommen. Hier hätten wir Essen und Trinken so gesehen zur Not drinne. Das kommt da immer mal mit rein. Könnten wir die ollen Motorenteile auch hier rausnehmen, oder? Das kommt mal mit ins Haus da oben rein. Vielleicht sollten wir uns noch hier ein paar Fische gleich noch empfangen. Achso, hier sind einmal Electrical Vehicle Parks. Zack, damit hin. Na gut, passt nicht so ganz, ne? Filter, haben wir auch noch Filter irgendwo rumliegen? Nö, na egal, dann kommen die Filter hier. Jetzt hat den einen natürlich wieder in die Hand genommen, ne? So. Sieht doch cool aus, so. Oder? Das sieht schon lustig aus. Mit den Teilen da unten. So, egal. Wir wollten. Ach so, da. Wir haben einmal kurz ein Fishing Spear her. Ich würde nicht ganz gerne noch hier. Wo sind sie jetzt alle hin? Hä? Fischis, wo seid ihr? Ey, ich wollte gerade sagen, ich würde nicht ganz gerne.
ein paar Fische. Zack. Ich würde nicht eigentlich ganz gern, ja, ich wiederhole mich jetzt, Armee. Ein paar Fische fangen, damit wir da hier ein paar nämlich noch eben auf den Räucherofen schmeißen können, damit wir ein bisschen was zu essen mit haben. Na komm. So, ich glaube, das sind 4 Stück. Das müsste reichen. Ich glaube, man braucht übrigens, glaube ich, das Messer gar nicht in die Hand zu nehmen, ne? Ich glaube, der macht das dann automatisch. Oder? Ja. Ich frage mich, ob das auch klappt, wenn man beispielsweise gar kein Messer an der Hand hat, also gar kein Messer dabei hat. Das habe ich noch nie ausprobiert. Zack, 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 zack. Da ist auch noch nicht durch, ne? Komm mal her. Müssen wir einmal ein bisschen... Hier liegen da vorne eigentlich noch Steine. Da ist noch Wasser genug drinne, da auch. Ich glaube, den reiße ich weg, ey. Den kann man irgendwie so schlecht wässern. Stein und eine Kokosnuss. Leg dich mal damit hin. Ey. Na, komm jetzt mal mit. Wird langsam wieder düster hier. Wir sollten uns jetzt mal eine Taschenlampe holen. Mal her. Du kannst hier bleiben. Wir holen uns mal eine Taschenlampe, ne? Dafür haben wir sie ja. Irgendwo versteckt. Da. So, einmal ein paar Stöckchen zu holen, damit wir hier da ein paar Stöcke haben. Und dann könnten wir nämlich hier gucken, dass wir da die, wie heißt es, den Ofen noch anschmeißen. Und wenn wir den dann anhaben, dann kriegen wir auf jeden Fall das Fleisch noch eben zusammen. Was gibt's doch gar nicht. Sind die nirgendwo mehr? Hier ist doch so ein komischer Stock hier. Jetzt habe ich keine Axt dabei, oder was? Na gut, komm, dann sammeln wir doch ein paar Stöcke auf. Hier liegen noch 2. Da liegen auch noch 2 Kokosnüsse da hinten. Na, scheinen wohl nur die 2 Stöcker gewesen zu sein, weil Junge, liegen hier viele Kokosnüsse, ey. Na, muss ja reichen, ne? Zack, zack. So, komm mal her. So, einmal anmachen. Gut, dann wird das auch fähig gemacht. Was mir gerade so einfiel, ne, wo ich von da hinten anlaufen kam, sah man das Licht und so hier ja recht gut. Was eigentlich ja echt eine geile Idee wäre noch, wenn man den Steg hier vielleicht doch noch so ein ganz bisschen erweitern würde, dass man halt wirklich gut mit dem Schiff ranfahren kann und hier irgendwo noch so eine Art kleinen Turm hinpackt, nur mit einer Lampe drauf. Ich sag mal so, wie so eine Art Signalturm, ne, dass man später weiß, wo man hin zurück muss. Wäre auch mal eine coole Idee. So, jetzt muss ich erstmal. Die kommt erstmal wieder da rein. Da ist sie. Zack. Du da rein.
So, was sagt hier unser Wasserproduktion? Ach ne, wir hatten hier, glaube ich, auch nochmal Wasserproduktion gemacht. Naja. Zack. Okay. Zack, zack, zack. So. Jetzt mal einen für uns. Da zweimal. Und hier können wir auch schon einmal wieder, ne? Jetzt bräuchten wir die Axt auf jeden Fall und wir bräuchten reichlich was von den Kram hier. 8 Stück, um genau zu sein. Um das Wasser wieder anzustellen, ne? Dass wir da wieder Wasser bekommen. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3 und 4. Gut. Dann läuft das Wasser auch schon wieder durch. Die können wir mal mitnehmen. Juhu, los. Zack, zack, zack. Ist das auch schon wieder aufgefüllt? Zack und hier. Plopp. So. Gut, Wasser ist aufgefüllt. Eine Axt, die brauchen wir auf jeden Fall, ne? Ist hier oben noch eine drinne? Nö. Wieso steht die? Was ist denn das hier wieder? Elektrische Komponenten. Geh mal dahin. Die müssen jetzt mal hier. Hey, nicht zu weit. Was soll denn das? Boah, ich möchte dich auch nur da drauf gestellt haben. Jetzt spring doch komplett weg. So, und jetzt ganz vorsichtig. Da wird nix. Die kippt immer wieder um. Na egal. Dann bleibt doch drauf liegen. Die stehen hier wenigstens schön. Haben wir da jetzt noch drinne? Nochmal 2 Hammer. Hier war Werkzeug hier unten, naja. Das ist auch nur noch eine Axt, ne? Na gut, komm, dann nehmen wir die mal raus. Da war alle leer, das ist gut. Und die hier sind leer. Da ist sowieso ein leerer Shelter. Zack, die sind leer. Da ist nur ein bisschen Krams drinne. Gut, dann holen wir uns noch ein paar Sticks. Dann stellen wir uns noch schnell eine Axt her oder 2 Stück. Ach, eigentlich können wir ihm einmal da einfach was sagen, wo ist die denn jetzt hin? Zack. So, zack, Seil schon mal herstellen. 2 davon schon wieder. 3. Ach so, also ist dieses größere Ding, ne? Na egal, nehmen wir die Sticks hier mit hier. So. Da ist noch einer. Zack. So, noch ein Seil. Dann haben wir 2 Seile. Komm mal her. Komm mal mit hier.
Oh, ist ja schön so mit klarem Himmel, ne? Und Mondlicht, dann sieht man wenigstens ordentlich was. So. Und den räumen hier. Zack, 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 zack. Die mit. Hier liegen die Steinchens. Ja gut, können wir nicht mehr mitnehmen. Egal, wir legen die zwei Sticks einmal kurz weg. Das bringt uns auch nichts, ne? Weil wir Teile, die können wir wieder nicht herstellen, guck. Das macht er wieder nicht. Also die auch noch einmal kurz weg. So. Stone Tool. Wieso habe ich jetzt immer noch nicht genug Platz im Inventar? Ach komm, da kommen die beiden Seile auch im Kurz hierher. So, jetzt aber. Zwei Stück. Drei Stück erstmal. So, dann. Jetzt habe ich wieder hier. So, leg die mal kurz dahin. So, craften. Wo ist sie, unsere Axt? Da, zack. So, jetzt bräuchten wir noch einen Stein. Jetzt habe ich hier schon wieder Dings Command eingegeben hier. So, falsche Taste. Ein Stein noch, ne? Ja. Dann nehme ich noch zwei Äxte wieder. Dann kann eine nämlich hier bleiben. Und, da. Noch eine Axt. Gut. So. Wollte ich jetzt die anderen Sachen geschmissen? Da. Sieht ja fast wie so ein Zaun aus, ne? Die sind alle voll, ne? Die auch. Ich würde nämlich ja schon ganz gerne. Da sind Hammer. Gut, dann machen wir es anders. Das einmal hier raus. Da eine Axt mit rein. Und die auch noch eben raus da. Da mit rein. So, und das Leder. Ich glaube, hier oben hatte ich auch schon mal Leder, ne? Nee, ja, nicht nur Seil. Hier ist auch kein Platz mehr für die Potatoes. Ach, Jungs, ey. Das ist doch eine Katastrophe hier. Komm, die vier Gyrocopter-Teile da im Raus. Dafür das Leder da rein. So, die Gyrocopter-Teile da im Hin. Gut. So, dann haben wir zwei Äxte. Taschenlampe. Haben wir hier auf dem Boot einen Kompass? Das könnte ich noch einmal schnell nachgucken. Da haben wir auf jeden Fall eine Taschenlampe. Das ist in Ordnung. Das wirklich mitbrauchen, ist auch so eine Frage, ne? Ach so, da jetzt auf jeden Fall, zack, schon mal eine Axt rein. Hatten wir hier noch irgendwo Leder? Ne, oder? Das war Klebeband, das kommt da mal raus. Dann haben wir hier nämlich so gesehen Klebeband, Leder und Seil, so. Ich sag mal so grob zusammengepackt, ne, wo man sagen kann, so ja gut, da kann man alles mit festzogen. Dann ist hier nicht so gesehen unsere Notfallkiste. Hier haben wir Essen und Trinken ein bisschen, hier haben wir ein bisschen was zum Abbinden und hier haben wir das nötigste Werkzeug. So, ein paar Sticks könnte ich da gleich noch im reinpacken.
Da ist der ganze Kram. Allerdings müsste in die Kiste auf jeden Fall noch ein Kompass mit rein. 1, 2, 3, 4 Sticks nehmen wir mit. Und ein Kompass. Eigentlich könnte ich hier auch mal so eine Kiste auch noch mitnehmen, ne? Und hüpf. So, zack, zack. Gut, das ist dann unser Notfallkram. Hier dann so ein bisschen anderer Krimskrams drinne. Da unten kommen hier die vier Sticks noch mit rein. Ich glaube, dann haben wir echt soweit jetzt mal alles. Den lassen wir offen. Wo war hier jetzt? Da. Taschenlampe. Können wir das auch alles hier rausräumen, ne? Das muss da hier auf der Insel nicht drinne sein. Das können wir auf der Insel ja so gesehen hier unten verteilen und irgendwo hinschmeißen. Das wird ja nicht schlecht. Ich glaube, dann haben wir soweit alles erstmal beisammen, ne? Trinken könnten wir noch eben was. Wir könnten noch einen Happen essen. Wir könnten eigentlich hier, wir machen das anders. Ich meine, wir machen mal eine Kokosnuss. Zack. Nur ein bisschen trinken und essen dürften wir auch noch, ne? Smoked small meat. Zack, zweimal. So, jetzt noch reichlich trinken hier. Ach komm hier. So, jetzt ist Trinken auch voll. Ist alles top aufgefüllt hier. Zack, die noch im da wieder drunter. So, hier hinten war auch noch die Wasserdinger. So, im Gucken, der ist fast voll. Da ist ein bisschen wenig, ne? Da wäre auch genug. So, nochmal ein bisschen Wasser auffüllen. Da haben wir noch ein paar von den grünen Teilen. Die nehme ich schon mal wieder hier drunter. Drei haben wir noch. Der ist fast. Oh. So. Gut. Da haben wir die auch aufgefüllt. So, dann haben wir dabei Messer, Speer, wir haben ein paar Pfeile und einen Bogen und die Axt. Einen Hammer hatten wir hier auch, ne? Ich meine, wir hatten Axt, Hammer und die Spitzhacke. Da, Axt, Spitzhacke und zwei Hammer sogar. Guti. Ich würde sagen, wir flitzen hier noch einmal hin. Hier waren noch eben noch irgendwo solche kleinen Teile, oder nicht? Da. Ich will nämlich nur schon mal die Zeit jetzt noch ein ganz bisschen nutzen, bis es jetzt gleich hell wird.
Und dann können wir uns nämlich schon mal ein paar Sticks so gesehen noch eben holen, womit wir dann den früher später den Steg dann noch ein bisschen weiter ausbauen. So, komm hier, den hier noch eben. Sehr schön. Gut. Wir können natürlich irgendwann aus diesem größeren Schiff hier, was da noch steht. Ne, da. Ich glaube, das da hinten ist es, oder? Was ist das? Die Reifen rausholen. Da sind ja auch noch Reifen drin. So, man sieht hier zwar nichts, aber ich vermute mal, ich bin an der halbwegs richtigen Stelle. So, da haben wir Sticks. Die anderen Sticks hatte ich ja hier reingetan, ne? Jo, die waren drinne. Guti. So, ihr Lieben, ich würde sagen, wir warten jetzt ab, bis der Tag anbricht. Schnappen wir uns den Kompass und dann düsen wir Richtung los, ne? Richtung los, ja. Richtung Norden los. Erstmal gucken. Ja, schauen wir weiter. Mit diesem wunderschönen Sonnenaufgang verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.